Bei herrlichstem Sonnenschein verabschieden wir uns aus Grasse-Vercours. Die Motoren bei Uwe und Heiko laufen schon. Jetzt geht's los. Hinter Monastir de Clermont geht es Richtung Norden, parallel zur Autobahn, bis an den nördlichen Stadtrand von Grenoble, von wo aus hoch in das Massiv de Chartreuse geht. Ein letzter Blick auf die östliche Felsformation des Vercors, die in der Morgensonne fantastisch leuchtet. Nördlich von Grenoble geht es nun hinauf ins Massiv de Chartreuse. Dieses kleine Schild am rechten Straßenrand haben wir nicht für voll genommen. Das wird sich rächen. Am Col de Vence kommen wir auf die Hauptstraße. Den Col de Vence hatten wir allerdings nicht auf dem Plan. Es geht nun Richtung Col de Palaquis. Das Passschild befindet sich direkt an der Einmündung der D57, die wir eigentlich gefahren wären. Die Straßen sind gut präpariert und die Landschaft passt. Auch hier super Straßen, aber die Jungs sind kaum zu sehen. Zwischenziel erreicht. Vor der Mittagspause in Chambrier passieren wir in 17 Kilometern noch den Col de Granier. Nach der Stärkung geht es hinauf zum Belvedere de Revan. Angekommen. Der Parkplatz ist rappelvoll, aber für Mopeds gibt's in Frankreich immer ein Plätzchen. Vom Glasbalkon aus hat man einen fantastischen Ausblick. Ein super tolles Panorama vom Lac du Bourget. Weiter geht es nun in Richtung des Col du Grand Colombier. Wir genießen die tolle Abfahrt auf der D9918 mit den fantastischen Ausblicken auf den See. Vollen Tanks hinauf zum Col de Grand Colombier. Anfangs ist es noch moderat, doch dann wird's besser. Diese Aussicht muss man sich einfach gönnen. Wir schauen von Norden auf den Lac du Bourget und die Rhone. Kurz darauf erreichen wir den Grand Colombier in einer Höhe von 1501 Meter und genießen Aussicht und Kaffee. Auf dem Weg nach Norden ist unser nächstes Zwischenziel der Col de Richemont. Gemütlich und in sanften Schwüngen geht es hinab.
Auf kleinen, idyllischen Straßen geht es voran. Leider sind sie auch geschottert. Wir haben unser Zwischenziel erreicht. Hinab geht es auf einsamen kleinen Straßen nach Bellegarde zur Valserine. Den Ort haben wir hinter uns gelassen und nun nehmen wir Kurs auf unser Hotel am Col de la Fossie in 1323 Meter Höhe. Der Pass ist erreicht, vor uns erblicken wir unser Hotel. Angekommen. Lecker Armbrot gibt's dann natürlich auch. Unser heutiges Tagesziel liegt wieder in Deutschland. Aber erstmal eine Runde rum, weil hier oben alles Einbahnstraßen sind. Es geht hinab, immer an der Schweizer Grenze entlang Richtung Nordost. Am Anfang hatten wir noch tolle Straßen, aber das bleibt leider nicht so. Die Viadukte gehören zur Bahnstrecke in der Nähe von Moret an der Nationalstraße 5. Wir sind auf die D18 abgebogen und es geht nun etwas bergan. Bis Maubuisson haben wir leicht bergige Landschaft und wenig befahrene Straßen. Maubuisson ist ein hübsches kleines Städtchen am Lac de Saint-Point. Hier gibt es eine Kaffeepause. Weiter geht es über Pontarlier nach Montan, wo wir am Col de Roche über die Grenze gehen. Ab der Quelle bei Mousse folgen wir dem Dopp flussabwärts. Das Besondere an diesem Fluss ist, dass er 453 Kilometer lang ist und seine Quelle und Mündung aber nur 90 Kilometer voneinander entfernt liegt. Auf der halben Strecke von Pontellier nach Morton bildet der Doubs diese schöne Schlucht. PP. Und jetzt will Heiko mal GS fahren. Die Mopeds sind getauscht und nun weiter in Richtung Schweizer Grenze. Diesmal keine Kontrolle. Das Passschild befindet sich genau über dem Tunneleingang. Wir sind wieder am Dopp, der hier die Grenze bildet und folgen ihm flussabwärts.
Da ist auch schon die Grenze und auch diesmal wieder keine Kontrolle. Wir überqueren hier den Doubs, treffen aber später in Saint-Hippolyte wieder auf ihn. Der Weg dahin ist fahrtechnisch nicht so anspruchsvoll, aber landschaftlich doch interessant und anfangs auch mit guten Straßen. Probleme bereiten hier nur der Schotter und der sehr raue Asphalt und das über sehr viele Kilometer. Nach Saint-Hippolyte treffen wir wieder auf den Doubs, fahren jetzt aber stromaufwärts. Die Probleme mit dem Asphalt bleiben leider. Wir überqueren wieder den Doubs und folgen ihm bis zur nordöstlichsten Schleife bei Saint-Ursin in der Schweiz. Das letzte Mal überqueren wir bei Saint-Ursin den Doubs und genießen die hervorragenden Schweizer Straßen. Noch zweimal eine Grenze passieren und wir sind in Schallbach am Hotel Alte Post. Keine Gaststätte dabei. Aber der Chef bereitet uns eine leckere Brotzeit. Um diese Probleme kümmere ich mich morgen. Uwe hatte einen dringenden Termin und Heiko wollte nicht länger warten, falls es in der Werkstatt länger dauert. Also habe ich die Schwarzwald-Etappe allein zurückgelegt. Herr Zander vom Motorradzentrum Freiburg hat mein Problem schnell und kompetent gelöst. Besten Dank nochmal. An der Holzschlägermatte habe ich die Kamera aktiviert und los geht's zum Schau ins Land. Und schön auf das Hinterschneiden der Kurven achten. Zum Gipfel wollte ich nicht laufen, deshalb von hier ein kleiner Rundblick. Oh, ganz schön was los hier. Alleinfahren ist nicht so schön. Deshalb versuche ich mal, mich an die beiden anzuhängen. Pech, im nächsten Ort biegen sie schon ab, dann eben die schönen Straßen und die super Gegend allein genießen. Jetzt geht es hinauf zum Kandel. Die Gaststätte ist Baustelle, aber ein kleiner Kiosk ist da. Also was essen, Kaffee trinken und die schöne Aussicht genießen. Gestärkt geht es jetzt wieder hinab. Das nächste Zwischenziel sind die Allerheiligen Wasserfälle.
kurz hinter Oppenau auf der Allerheiligenstraße. Auf dem Parkplatz überlege ich noch, aber zum Laufen habe ich dann doch keine Lust. Deshalb weiter zum Kaffeetrinken zur großen Tanne. Fast leere B500. Keiner unterwegs? Oh je, nichts für mich. Da ist es hier doch wesentlich angenehmer. Nach ordentlicher Stärkung auf zur letzten Etappe. Nach etlichen Kilometern auf der B500 geht es jetzt in nordöstlicher Richtung auf der L78 und der L564 über Gernsbach zum Hotel. Oh, da hat der kleine Kerl aber Glück gehabt. Ankunft in Dobel und da ist auch schon das Hotel Rössle. Und am nächsten Tag ging es dann auf schnellstem Weg nach Hause. Und so ging eine tolle, erlebnisreiche Sommertour zu Ende.